von 1962 als Missale für die außerordentliche Form des römischen Ritus, ist dann nicht so weitergegangen, wie sich Papst Benedikt das gewünscht hatte. Das hat er als Emeritus noch erlebt, als das Motu Proprio Traditionis Custodes von Franziskus erschien. Hat ihn das enttäuscht? Das war schon ein Einschnitt. Ich glaube, dass Papst Benedikt also dieses Motu Proprio gelesen hat mit Schmerz im Herzen, weil er wollte ja gerade denen helfen, sozusagen den inneren Frieden zu finden, auch den liturgischen Frieden, um sie von Lefebvre wegzuziehen, ne, die eben in der alten Messe einfach eine Heimat gefunden haben. Und ich meine, die alte Messe, wenn man überlegt, wie viele Jahrhunderte die alte Messe, also auch für viele Menschen einfach auch die Quelle des geistlichen Lebens, Nahrung für viele Heiligen, kann man sich nicht vorstellen, dass das also etwas ist, das also nichts mehr taugt. Und auch nicht vergessen darf man, dass viele junge Leute, die also weit nach dem Vatikan II geboren sind und das ganze Theater und das Konzil gar nicht mehr verstehen richtig, dass diese auch, kennend die neue, aber dann auch die alte Messe, darin eine geistliche Heimat und einen geistlichen Schatz gefunden haben. Diesen Schatz oder den Menschen diesen Schatz wegzunehmen, also es ist dabei mir nicht, ist mir nicht ganz wohl.